willkommen auf Susis Cooking-Kanal am Sonntagvormittag um 9 Uhr in meiner Küche. Bei mir gibt es heute, wie ihr schon im Thumbnail gelesen habt, Leberknödel. Es gibt eine Leberknödelsuppe und ich glaube, da trauen sich viele nicht dran. Bei uns ist die Leberknödelsuppe nicht wegzudenken. Und vielleicht habt ihr auch Lust, mal ein Rezept zu sehen oder zu sehen, wie man sie leicht machen kann im Thermomix. Für die Weihnachtsfeiertage, für die Adventstage, egal wofür oder einfach für normale Sonntage als Suppe. Vorbereitet habe ich mir gestern schon eine Rindersuppe. Da habe ich ein Stück Tafelspitz und ein Stück Suppenknochen mit etwas Gemüse, Sellerie, Karotte und Lauch gekocht, richtig schön lang eingekocht. Das ist meine Suppenbasis. Das werde ich dann später nur abgießen alles und noch ein bisschen abschmecken mit Gemüsebrühe nach Bedarf. Und dann lese ich euch mal vor, was wir für die Leberknödel brauchen. Für die Leberknödel braucht man 5 geschnittene Semmeln, einen Esslöffel Gemüsebrühe, 100 ml heißes Wasser, 70 Gramm Butter, eine große Zwiebel, so circa 400-500 Gramm Leber. Da ist es egal, ob ihr Rinderleber, Schweineleber oder Kalbsleber nehmt. Ich habe heute Kalbsleber, da wären es nochmal ein bisschen feiner als mit Rinderleber. 3 ganze Eier, 1,5 Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Knoblauchgranulat, einen Teelöffel Pfeffer, 2 Teelöffel Majoran, einen Teelöffel Thymian und frische Petersilie. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Hier habe ich meine geschnittenen Semmeln, die kriegt ihr ja entweder in so einen Beutel zu kaufen oder ihr hebt euch alte Semmeln auf und schneidet sie in Scheiben. Und da werden wir jetzt auch als erstes beginnen damit. Da werden wir jetzt einen Esslöffel Gemüsebrühe mit 100 ml heißem Wasser darüber gießen. Ich hole mir mal nur mein heißes Wasser dazu. Die Gemüsebrühe ist aufgelöst und so kommt die jetzt über die geschnittenen Semmeln drüber, einfach dass die schon mal ein bisschen aufweichen können. Und genauso kommt da auch schon die Butter dazu, die legen wir einfach so mit dazu. Die könnt ihr auch vorher ein bisschen auflösen, muss aber nicht zwingend sein. Und so stellen wir das erstmal zur Seite. Dann hole ich mir jetzt mal geschwind die Leber aus dem Kühlschrank, weil die lasst ihr natürlich bis am Schluss im Kühlschrank drin. Und dann geht es auch schon los mit unserer Zwiebel. Die Zwiebel wird 10 Sekunden auf der Stufe 10 klein gemacht. Die ist richtig schön Matsche, würde ich so sagen. Und dann geben wir da jetzt auch schon die Leber dazu. Ich wiege mal ab, wie viel ich genau habe. Das ist eben Kalbsleber, die ist auch nicht so dunkel wie die normale. 470 Gramm Leber habe ich. Und auch die wird auf Stufe 10 püriert, so 10 Sekunden. Schauen wir mal, wie lange. Ich habe es jetzt mal 20 Sekunden auf der Stufe 10 püriert. Also es schaut jetzt auch nicht schön aus, wenn man den Deckel aufmacht, gell? Wobei es mit der Kalbsleber fast noch am besten geht, weil die nicht so dunkel ist. Da kommen jetzt auch schon die 3 Eier dazu, im Ganzen. Eineinhalb Teelöffel Salz, ein Teelöffel Pfeffer, 2 Teelöffel Majoran, ein Teelöffel Thymian, etwas Muskat. Und wenn ihr möchtet, auch ganz wenig gemahlene Nelke. Von der gemahlenen Nelke aber wirklich nur so ein Hauch, also ganz, ganz
wenig. Und ein Esslöffel gehackte Petersilie kommt noch dazu. Und das Ganze wird jetzt nur noch auf der Stufe 4 kurz zusammengemischt. Den Knoblauch habe ich vergessen. Ein halber Teelöffel Knoblauchgranulat. 20 Sekunden habe ich das jetzt noch vermischen lassen. Und jetzt muss ich gestehen, ziehe ich mir einen Handschuh an. Also ich kann da nicht gut mit der Hand rein, aber so lässt es sich einfach am besten vermischen, weil das kommt jetzt nämlich über unsere Semmeln drüber und wird richtig gut miteinander vermischt. Wie gesagt, dafür nehme ich auf jeden Fall immer einen Handschuh und verknete das Ganze jetzt richtig fest mit den Händen. Und wenn ihr das Ganze dann gut verknetet habt, schaut es so aus. Und so kommt da jetzt der Deckel drauf und darf das so circa eine Stunde erstmal durchziehen, damit die Semmeln sich schön vollsaugen und dass unsere Knödel dann auch zusammenhalten. Bei uns gibt es da dazu, es gibt immer erst die Leberknödelsuppe, in der ja gutes Fleisch gekocht ist, in meinem Fall jetzt eben Tafelspitzfleisch, also Rindfleisch. Und dann gibt es die Leberknödelsuppe. Danach gibt es einen Kartoffelsalat. Auch die Kartoffeln sind schon gekocht. Einen Kartoffelsalat, das Rindfleisch, das warme dazu und Preiselbeeren. So essen wir das dann als richtige Hauptspeise. Jetzt lassen wir die aber erstmal eine Stunde ungefähr ziehen. Jetzt ist 9:45 Uhr. Bis um 10, halb 11 dürfen die auf jeden Fall erst einmal stehen bleiben und dann machen wir weiter mit den Leberknödeln. Viel ist es ja dann nicht mehr, die werden dann eigentlich nur noch geformt wie Knödeln und in der Brühe gar ziehen lassen. Die Ziehzeit für die Masse ist jetzt vorbei. Die haben schön angezogen, die Leberknödel. Hier ist meine Brühe, die habe ich jetzt gut heiß gemacht, also die ist kurz vorm Kochen. Ich habe mir wieder Handschuhe angezogen. Und jetzt formt ihr einfach eure Knödel, wie ihr die möchtet, von der Größe her. Das ist ganz euch überlassen. Die sollen schon schön weich sein von der Konsistenz her. Wenn ihr mal denkt, die sind zu weich, die lassen sich nicht formen, macht am besten auch mal so einen kleinen Probeknödel, ob sie ganz bleiben. So einfach, so einen kleinen Knödel. Und den gebt ihr in das heiße in die heiße Brühe und dann lasst ihr den einmal drin. Und wenn der zusammenhält, dann halten die Leberknödel. Mir ist es aber auch schon passiert, dass sie aufgegangen sind, dass sie sich aufgelöst haben. Dann gebt ihr einfach vorher noch ein bisschen Semmelbrösel dazu, wenn ihr euch unsicher seid. Da ist er, da taucht er schon auf. Also ihr seht, der Knödel hält zusammen. Und dann könnt ihr auch die weiteren reinmachen. Wie groß ihr eure Leberknödel macht, das bleibt euch überlassen. Ich mache sie mal lieber nicht ganz so groß und dafür gibt es ein paar mehr. Und so drehe ich die jetzt einfach mal in meine Brühe ein und lasse sie dann schön ziehen, so wirklich so 20 Minuten, gar nicht kochen. Die müssen gar nicht kochen, die müssen einfach schön richtig gut heiß durchziehen. Und ihr werdet sehen, traut euch da mal ran, auch an die jüngeren Mädels. Auch an die jüngeren Mädels mit dem Thermomix. Jetzt zu Weihnachten, wenn ihr vielleicht eure Eltern einladet oder eure Familien, Schwiegereltern, beeindruckt die mal mit einer Leberknödelsuppe. Essen mag sie eigentlich jeder, machen mag sie immer nicht jeder, weil es nicht jedermanns Sache ist mit der rohen Leber. Aber mein Gott, mit Handschuhen geht es schon. Ich sage, ich mag es auch nicht so anlangen, aber mit Handschuhen geht es schon.
Ich zeige euch, nee, ich muss ich euch eigentlich noch zeigen, wie sie fertig sind. Ich hole euch noch einmal dazu, wenn sie fertig sind, und lasse euch dann nochmal anschauen. Die Leberknödeln sind fertig. Das Foto ist im Kasten und jetzt kann ich es euch zeigen. Schaut mal her, wie toll die ausschauen. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Das sind wirklich also die besten Leberknödel. Ich habe lang rumpuppelt und rumexperimentiert. Und probiert es einmal aus. Hier steht schon mein Kartoffelsalat. Ganz klassisch. Ein bisschen Brühe, aufgelöst in Wasser, Essig, Öl, Salz, Pfeffer. Mehr ist das nicht. Und Schnittlauch. Halt. Und ein bisschen Maggi. Und hier ist mein Topf. Also da, der reicht jetzt erstmal. Die kann man übrigens auch sehr gut einfrieren und halten sich aber auch ein, zwei Tage im Kühlschrank. Also wer nicht zu viel braucht, ich habe jetzt 12 Knödel rausgebracht. Nur damit ihr so einen leichten Anhaltspunkt habt von der Menge. Die Zutaten verlinke ich euch, nicht verlinke ich euch, schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Und je nachdem könnt ihr ja das Rezept halbieren oder genauso machen wie ich. Würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert und mir ein Feedback gebt. Das macht ihr ja eh immer sehr, sehr gut und sehr gerne. Da freue ich mich auch echt immer, wenn ich von euch zu hören bekomme, dass ihr es ausprobiert habt. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sag Mahlzeit und Servus.